Ja, herzlich willkommen. Freue mich, dass wieder zahlreiche Teilnehmer hier sich zu unserem Webinar zuschalten. Mein Name ist Marius Nicolai, ich bin Geschäftsführer der MTM Germany. Und heute habe ich hier mit mir den Mario Schröder von der Thermocon, von unserem Partner. Ja, und freue mich, dass wir ein bisschen sprechen werden über LoRaWAN im Gebäudemanagement im Allgemeinen und insbesondere eben auch mit der jahrzehntelangen Erfahrung, kann man ja bei euch wirklich sagen, aus dem Gebäude, aus der Sensorik, auch so ein bisschen über die ja, praktischen Dinge, so ein paar ja, Dinge quasi aus dem Alltag, aus dem Gebäude zu berichten und zu lernen. Ich denke, das ist auf jeden Fall wertvoller Input und ich bin da selber sowieso großer Fan von solchen praktischen Dingen. Ja, herzlich willkommen, Mario. Ja, vielen Dank für die Einladung, Marius. Du hast schon einen schönen Hint gegeben, dass wir so ein bisschen versuchen, einfach unsere Erfahrung aus dem Gebäude in die IT-Welt zu bringen und aufzuzeigen, wie kriegen wir denn Bestandsgebäude auf den neuesten Stand, dass wir einfach in der Partnerschaft mit euch gesetzliche Anforderungen einhalten und ja, die Energie vielleicht nicht so verschwenden, wie es dann doch noch bei 70er, 80er Jahre Häusern häufig passiert. Da gibt es eine Menge Potenzial. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir heute tun werden. Hab da kurz die Agenda zusammengestellt. Im Grunde, ja, wer schon des Öfteren in unseren Webinaren eingeloggt war, für den kommt jetzt erstmal der langweilige Part, die Wiederholung. Ich spreche natürlich ganz kurz drüber, wer sind wir überhaupt? Und dann gebe ich nochmal eine allgemeine Einführung in das Thema LoRaWAN, auch das braucht hier nicht jeder, wenn ich mir so die Teilnehmerliste anschaue, aber ich denke, wir haben bestimmt auch ein paar LoRaWAN-Neulinge dabei. Insofern werde ich da kurz drüber gehen. Was ist LoRaWAN? Was kann das? Wie sieht so ein Netzwerk aus? Und ja, dann gebe ich auch schon an den Mario, der dann ja, die Thermocon und sich selbst vorstellen wird und insbesondere dann auf die Sensorik im Gebäude und die Spezifika, die Herausforderungen da eingeht. Und wir werden auf jeden Fall am Ende auch noch ein paar Minuten Zeit haben, dann um spezifisch auf Fragen einzugehen oder da eine kleine Diskussion zu gehen zu dem Thema. Ja, damit geht es dann auch schon los. Wer sind wir, die MTM Germany? Wir sind in wenigen Worten Spezialist für industrielle Datenübertragung per Funk. Das ist relativ generisch, kurz zusammengefasst. Letztendlich bedeutet das, wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Thema LoRaWAN, sondern mit verschiedenen Funktechnologien, die sich im industriellen und professionellen Kontext einsetzen lassen. Und da liegt eben auch unser Kern-Know-how drin. Alles, was wir tun, das funkt, Datenübertragung von A nach B, wenn man so möchte. Das Unternehmen selbst, wir sind jetzt mittlerweile 17 Jahre alt, 2007 gegründet. Haben etwa 25 Mitarbeiter und sitzen hier genau in der Mitte Deutschlands, ein bisschen nördlich von Frankfurt. Ja, und was wir da so tun, gehe ich mal auf der nächsten Folie noch ein bisschen mehr ein. Das ist das, was ich gerade schon sagte. Im Grunde geht es darum, Daten in einem professionellen und/oder industriellen Kontext von Sensorik aus einer Anlage, von einer Maschine, das kann eine SPS-Steuerung sein, das kann ein Fahrzeug sein, Telemetriedaten zu erfassen und über verschiedene Funkschnittstellen, nenne ich es mal, zu übertragen. Das ist natürlich hier wie heute insbesondere auch LoRaWAN. Das sind aber auch Themen wie Mobilfunk, 4G, 5G, Narrowband IoT und Co. Auch Bluetooth auf der Kurzstrecke ist durchaus ein Thema in industriellen Anwendungen. Und ja, auf der anderen Seite geben wir die Daten an entsprechende Auswerteplattformen, an entsprechende IoT-Plattformen oder ERP-Systeme, was auch immer, ab oder kann eben auch, werden wir heute auch drauf kommen, natürlich ein Gebäudeleitsystem, Produktionsleitsystem, was auch immer sein, wo die Daten dann benötigt werden. Das Ganze fasst das hier nochmal zusammen, wie wir uns das heute quasi in den Geschäftsbereichen aufgeteilt haben. Ganz klar, Distribution brauche ich nicht groß zu erklären. Wir liefern entsprechende Komponenten, zum Beispiel die Sensoren von Thermocon. Aber was uns sehr wichtig ist darüber hinaus, wir sind nicht nur in Anführungsstrichen ein Distributor oder Händler, sondern uns geht es da vor allem auch um Know-how-Transfer. Nicht nur im Thema LoRaWAN, generell im Einsatz von Funktechnologien gibt es noch einige Spezifika zu beachten, ja, rein physikalisch, ne, Thema an.
Antennen und Co., ne, wie setze ich sowas bestmöglich auf? Das heißt, da kommt man relativ schnell über diese Know-how-Transfer, Beratung auch hin in eine Richtung, in Anführungsstrichen, Systemintegration, gerade bei LoRaWAN-Netzwerken. Wie baue ich sowas auf? Was muss ich da beachten? Da haben wir auch die entsprechende Kompetenz, unseren Kunden da weiterzuhelfen an dieser Stelle. Und last but not least, hier in unserem Bereich Embedded IT Solutions zusammengefasst, machen wir durchaus auch für den einen oder anderen Kunden Individualentwicklung, wenn es darum geht, eben eigene Produkte, Elektronik, die man herstellt, funkfähig zu machen, sagen wir es mal so. Dann unterstützen wir auch dabei, die entsprechenden Komponenten, die Chips einzudesignen und eine Elektronik zu entwickeln letztendlich. Und das Ganze kurz zusammengefasst, was bedeutet das in dem Bereich LoRaWAN? Klar, da bekommen Sie von uns aus einer Hand Sensoren, Gateways, die Module, die Antennen, also alles, was ich rund um die Hardware brauche, um ein LoRaWAN-Netz aufzubauen, zu betreiben, verschiedene Use Cases abzubilden. Aber natürlich insbesondere auch das Thema Netzwerk, Netzwerkplanung. Wir arbeiten da mit LoRa Network Server-Anbietern zusammen, wie zum Beispiel Actility, um eben dann auch den NLS und das ganze Netzwerk aus einer Hand anbieten zu können. Zugleich eben auch das Thema der Funknetzplanung, wo müssen Gateways hin, wie muss ich ein Netzwerk aufbauen, Schnittstellen zu Drittsystemen. Das sind alles Themen, die wir dort eben mit abdecken. Ja, damit genug des Werbeblocks und wir schauen uns mal an, was ist denn LoRaWAN überhaupt? Als allererstes mal eine kurze Einordnung im Vergleich zu anderen Technologien. Das habe ich immer auf dieser Grafik dargestellt. Die Reichweite der Technologien in Abhängigkeit von der erzielbaren Datenrate, also letztendlich der Fähigkeit, wie viel Daten kann ich dort in einer bestimmten Zeit übertragen. Themen, die meisten kennen dürften und ein bisschen einschätzen können, höchstwahrscheinlich zum Beispiel Bluetooth und Wi-Fi sind ja Technologien, die eher auf kurze Distanzen eine Rolle spielen, ja, wenn man sein Heimnetzwerk kennt zum Beispiel, ne, wo wir irgendwo in einem Bereich von bis zu 100 Metern sprechen. Dafür aber gerade bei Wi-Fi natürlich extreme Datenraten sich erzielen lassen, wo ich Video streamen kann und tun lassen kann, was ich will. Und wenn man so möchte, am anderen Ende der Skala finden sich dann die LPWAN, also die Low Power Wide Area Network Technologien, zu denen sich eben auch LoRaWAN zählt. Wieder, sprich, wo wir von Reichweiten, und das sind jetzt die, ich sag mal, die LoRa-Marketing-Angaben zwischen 2 bis 15 Kilometern quasi von urban in den ländlichen Raum an Reichweiten erzielen lassen. Erstmal schön und gut, wenn das auf dem Papier steht. Es gibt da verschiedene Dinge zu beachten und um da ein bisschen die Reichweiten einzuschätzen zu können, wie weit man da tatsächlich kommen kann. Wichtig ist hierbei vor allem zu wissen, LoRaWAN ist explizit ein Sensornetzwerk. Es geht darum, recht geringe Datenmengen zu übertragen. Da reden wir von Zählerständen, da reden wir von Temperaturwerten, da reden wir wirklich von einzelnen geringen Datenmengen, die auch nicht live irgendwie im Sekunden- oder gar Millisekundentakt irgendwie da gestreamt werden, sondern wo ich zum Beispiel einen Zähler jede Stunde auslesen möchte oder alle paar Minuten von einem Sensor einen Temperaturwert bekommen möchte oder auch was LoRa bidirektional auch was ansteuern möchte. Aber von sowas reden wir einfach. Man muss das, wenn man das nutzen möchte, richtig einschätzen, ob das eben eine geeignete Technologie ist. Ja, das so grob zur Einordnung. Dann eine kurze Begriffsklärung, wenn man so will. LoRaWAN wird gerne, mache ich auch selber, synonym verwendet, ist aber nicht das Gleiche. LoRa ist die physikalische Technologie, die hier eingesetzt wird. Das ist in Europa das 868 Megahertz Band, das dafür genutzt wird. In anderen Weltregionen sind das andere Frequenzen, wie zum Beispiel 915 Megahertz in den USA. Und das ist ja quasi eine sehr effiziente Funktechnologie im Hinblick auf Reichweite, Gebäudedurchdringung und einen geringen Energiebedarf. Gleichzeitig ziemlich robust auch gegen Störsignale von anderen Technologien, muss es auch sein, auf 868 Megahertz, das ist ein freies Band, wodurch dort natürlich auch von anderen Teilnehmern ja Störsignale, andere Signale sein können. Ja, und damit haben wir im Grunde hier auch schon die Vorteile dieser Technologie
genannt. Hier auch nochmal die Angaben, diese 2 bis 15 Kilometer an Reichweite. Es ist tatsächlich so, dass sich sehr, sehr hohe Reichweiten erzielen lassen. Also das können wir durchaus bestätigen. Man kann es natürlich schwierig pauschal sagen. Bin ich in Industrieparks unterwegs, habe ich viel Stahlbeton, möchte noch eine Abdeckung in den Keller rein, dann komme ich dann natürlich nicht über Kilometer weit, sondern da muss ich ein relativ engmaschiges Netz mit Gateways aufziehen. Auf der anderen Seite ich sag mal, in der Flächenversorgung, wenn es zum Beispiel auch in landwirtschaftlichen Applikationen oder wie auch immer darum geht, einfach größere Geländeflächen abzudecken, dann kann ich da schon sehr, sehr große Reichweiten erzielen von 15, 20 Kilometern rund um ein Gateway. Gleichzeitig, und das so als kleiner Tipp aus der Praxis, wenn man sich damit beschäftigt, ist es nicht besonders ratsam, da sein Netzwerk so sparsam wie möglich, was die Anzahl der Gateways angeht, aufzuziehen. Dann arbeiten die Sensoren immer so am Rande ihrer Möglichkeiten. Dazu gleich noch ein Wort mehr, was dann auch einen höheren Energiebedarf bedeutet am Ende des Tages. Also man kann quasi sagen, je engmaschiger das Netzwerk ist, in desto besseren Bereich arbeiten die Sensoren funktechnisch und die Batterien halten länger. Wir haben generell eben eine tiefe Gebäudedurchdringung. Es ist optimal, eben auch um mit dem Netzwerk in den Keller reinzukommen, Thema Zähler und Co. Und das gleichzeitig bei einem geringen Energiebedarf, sprich, viele Sensoren sind batteriebetrieben und können über viele Jahre eben dann so genutzt werden. Nicht ganz unerwähnt lassen will ich noch diesen Duty-Cycle, der ergibt sich auch aus diesem Frequenzspektrum, das hier genannt wird. 1% Duty-Cycle klingt erstmal wenig, ist aber, wie gesagt, für die Technologie so vollkommen ausreichend, um eben diese geringen Datenmengen zu übertragen. Können Sie sich so vorstellen, wenn Sie 1 Sekunde lang senden, müssen Sie 99 Sekunden lang ruhig sein auf dem Kanal. Nun sendet man nicht 1 Sekunde lang, sondern Millisekunden und dementsprechend habe ich dann einen gewissen Zeitraum, wo ich nicht senden kann. Das ist einfach eine physikalische, oder nein, nicht keine physikalische, sondern eine regulatorische Einschränkung auf diesem Band. Das ist aber etwas, wo Sie sich nachher, sollten Sie mal gehört haben, muss man sich aber nachher keine Sorgen drum machen. Das ist so im Protokoll implementiert, dass man das gar nicht anders oder falsch machen kann. Insofern zumindest mal davon gehört haben sollte man. Ja, im Vergleich dazu, zu der Begriffsklärung LoRaWAN, ist das Protokoll, das auf der LoRa-Technologie genutzt wird. Also da ist auch wichtig die Unterscheidung. Es gibt durchaus Anwendungen oder ja, Unternehmen, die LoRa nutzen, aber eben nicht das LoRaWAN-Protokoll. In dem Moment sind sie dann eben auch nicht mit der kompletten LoRaWAN-Welt kompatibel. Das LoRaWAN-Protokoll, das wird gepflegt von der sogenannten LoRa Alliance. Das ist einfach ein Industrieverband all der Unternehmen, die den Standard einsetzen und eben auch gemeinsam weiterentwickeln. Also ganz wichtig ist da einfach auch zu sehen, dass dieser Standard, der ist nicht irgendwie mal erfunden worden und so ist er jetzt seit X Jahren, sondern der wird permanent weiterentwickelt durch die LoRa Alliance. Es kommen immer wieder neue Features dazu. Also es ist auch durchaus, wenn man sich da mit beschäftigen möchte, interessant zu verfolgen, was sich da tut. Ja, eben einfach auch wichtig zu wissen, das ist eine Technologie, die lebt und stetig weiterentwickelt wird und damit auch für weitere Anwendungen immer wieder interessant wird, ja, weil sich einfach der Standard weiterentwickelt. Hier haben wir jetzt auch mal ein paar Zahlen dazu, was das bedeutet, LoRaWAN. Wir reden hier von Datenübertragungsraten von 250 Bit pro Sekunde bis hin zu 50 Kilobits. Also das ist nicht so wahnsinnig viel, aber eben im Bereich der Sensordatenübertragung absolut ausreichend für viele, viele Anwendungsfälle. Das Ganze wird gesteuert über die sogenannten Spreizfaktoren. SF7 bis SF12 sind da die aktuellen. Und das ist auch der Punkt, wo ich eben sagte, das entscheidet das Netzwerk und zwar in Abhängigkeit davon, wie guten Empfang die Sensoren letztendlich haben. Heißt, wenn ich sehr weit weg von meinem Gateway bin, bin ich hier in einem hohen Spreizfaktor und habe dann sehr geringe Datenübertragungsraten. Was heißt, ich brauche einfach länger, um Daten zu übertragen. Der Sensor ist länger online, damit verbraucht er mehr Energie. Batterie hält kürzer. Ne? Also das ist so dieser Zusammenhang an der Stelle.
Ich hatte schon gesagt, LoRaWAN ist eine bidirektionale Verbindung. Also es geht hier nicht nur um Sensorik, man kann auch Aktorik ansteuern, man kann Sensoren umkonfigurieren und so weiter und so fort. Die Details, was es da noch zu beachten gibt, es würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Ja, der letzte Punkt, den ich hier genannt habe, ist etwas, was wir für wahnsinnig spannend halten oder wo wir auch die meisten Applikationen gerade im deutschsprachigen Raum sehen, sind eben private Netze möglich. Ungleich den Mobilfunknetzbetreibern bin ich hier nicht auf einen externen Dritten angewiesen, der mir quasi das Netz betreibt, wo ich meine Daten abhole, sondern LoRaWAN-Netz können Sie jederzeit aufbauen. Sie brauchen ein Gateway, Sie brauchen einen Netzwerkserver. Es gibt Gateways, die haben Netzwerkserver integriert für kleine Lösungen, sag ich mal. Und damit haben Sie Ihr eigenes Netz. Da sind Sie auf keinen Dritten angewiesen, wenn man es so will, und haben Ihr eigenes Sensornetzwerk, das betreiben können. Wie einen, ja, Campus-WLAN, wie auch immer, kann man das sich grob vergleichen. Wie sieht so ein Netzwerk aus im LoRaWAN? Ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Begriff LoRaWAN Network Server verwendet. Das ist quasi hier diese Wolke in rechts der Mitte quasi hier dargestellt. Das ist das Herzstück. Der sogenannte LoRaWAN Network Server macht das komplette Device Management. Der ist quasi, der kennt alle seine Teilnehmer, seine hier ganz links dargestellt Endnodes, verwaltet die und reicht dann die Daten, die er von denen empfängt, an Applikationen weiter, wie ein Energiemanagement, irgendeine IoT-Plattform, was auch immer. Ja, da habe ich dann alle Möglichkeiten, quasi die Daten zu verwenden. Die Gateways im LoRaWAN sind, wenn man so will, sehr simple Geräte. Die haben den Namen Gateway eigentlich fast nicht verdient. Das sind im Grunde Packet-Forwarder, die empfangen auf 868 MHz die Signale der Sensoren und leiten das einfach stumpf weiter an den Network Server. Und der Network Server ist, wie gesagt, ist die intelligente Zentrale, der weiß, welche Devices gehören zu mir, welche Daten will ich haben, welche nicht. Da passiert quasi die gesamte Action im Netzwerk, der steuert das. Gut, und last but not least, bevor ich an Mario übergebe, ist hier so meine Wimmelbildfolie quasi, einfach nur um mal darzustellen, was geht alles mit LoRaWAN? Und das soll einfach nur mal darstellen, das ist nicht, LoRaWAN ist nicht das eine Thema, wo ich irgendwie eine bestimmte Applikation, keine Ahnung, Energiemanagement machen kann oder so, sondern es ist einfach eine digitale Infrastruktur, über die ich ganz, ganz viele verschiedene Dinge tun kann. Und das Schöne ist auch, wenn ich einmal diese Infrastruktur habe, dann kann ich da auch verschiedenste Dinge drüber laufen lassen und umso schneller bin ich natürlich da auch rentabel mit, ne? Also wenn ich dann einen Use Case habe, wo ich zum Beispiel irgendwie Zählerdaten auslesen möchte für mein Energiemanagement oder bestimmte Maschinenanlagen Predictive Maintenance überwachen möchte, dann fällt dem Gebäudemanagement ein, es wäre auch noch super, wenn wir Temperaturen und Feuchtigkeiten aus den Gebäuden kennen. Wenn das Netzwerk einmal steht, kann ich da viele, viele andere Dinge eben genauso mit abbilden und hinten vom Netzwerkserver, ob ich da nur in eine Applikation die Daten reinschiebe oder in viele verschiedene, das spielt im Grunde keine Rolle. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein und dann übergebe ich jetzt gerne mal an den Mario zum Thema Gebäude. Vielen Dank, Marius. Dann kann ich mir diesen ganzen Part LoRaWAN Basic sparen. Vielen Dank dafür. Dann können wir direkt ins Interessante gehen. Ihr könnt meine Präsentation nicht sehen. Passt. Super. Ja, mein Name ist Mario Schröder. Ich bin jetzt seit 2021 bei Thermocon angestellt. Beantwortet den Bereich IoT und LoRaWAN ja, als Business Development Manager. Und bei Fragen könnt ihr mich über die angegebene E-Mail-Adresse erreichen. Ich habe auch einen LinkedIn-Account, wo ich recht viel von unseren Lösungen und auch von unseren Produktneuheiten teile. Herzlich willkommen, in dem Netzwerk beizutreten, um sich dort darüber einfach auf dem Stand zu halten, was bei den einzelnen Unternehmen passiert. Ja, Thermocon. Was macht Thermocon? Thermocon ist seit über 35 Jahren Hersteller, Entwickler von Sensorik, überwiegend für den Gebäudeautomationsmarkt.
Wir beliefern dort alle großen Unternehmen, sind dort überwiegend als A-Lieferant gelistet und haben daher extrem viel Erfahrung in der Ausstattung von Gebäuden mit dem Ziel, die Gebäude energieeffizient, nachhaltig zu betreiben. Vor 3 Jahren hat man das Produktportfolio um IoT-Sensoren erweitert. Man hat keine neuen Sensoren entwickelt, sondern wir haben all unsere Sensoren nur ein zusätzliches Kommunikationsmodell ergänzt. Somit können wir aktuell in der LoRaWAN-Technologie auf vertrauenswürdige, verlässliche Messkonzepte, Messelemente setzen, die ja im Markt seit Jahrzehnten etabliert sind. Nur eben jetzt funken anstatt über kabelgebundene Systeme die Informationen an eine Einheit, an eine Systemeinheit übergeben. Das soll soweit gewesen sein über mich und über das Unternehmen. Gucken wir uns mal an, was wir in den nächsten 20 bis 30 Minuten uns anschauen wollen. Und zuerst möchte ich Ihnen gerne einen Überblick über die verschiedenen Gebäudetypen geben, die wir aktuell im Markt sehen. Was sind da die typischen Anwendungsfälle für das klassische Gebäudemanagement? Wie kriege ich LoRaWAN überhaupt in so ein Gebäude integriert? Das ist ein Teil, was Marius eben schon definiert hat, wie man so ein Netzwerk aufbaut und wie es funktioniert. Aber wie sieht es konkret im Gebäude aus? Was resultieren daraus für Herausforderungen? Und abschließend die Frage zu beantworten, ist LoRaWAN überhaupt eine gute Wahl für Gebäudemanagement-Anwendungen? Wenn wir uns im ersten Schritt die Gebäudetypen anschauen, sehen wir immer Neubauten, Bestandsgebäude und auch historische Gebäude, die uns alle vor Herausforderungen und Chancen stellen. Bei den Neubauten und Bestandsgebäuden müssen wir auch noch darunter unterscheiden, ob es kommerziell genutzte Gebäude sind oder eher privat genutzte Gebäude. Aber alle haben ihre Eigenschaften und ihre Besonderheiten. Zum Beispiel bei den Neubauten, da muss man im Entwicklungsprozess definieren, was sind denn Anwendungsfälle, die klassisch kabelgebunden weiterbetrieben werden und mit welchen Funklösungen können wir das Gebäude erweitern oder es noch smarter machen. Bei den Bestandsgebäuden, da sieht es schon mal ein bisschen anders aus. Da gibt es Gebäude, die haben gar kein Gebäudeleitsystem integriert und manche haben unfassbar umfängliches und gut funktionierendes Gebäudemanagement am Laufen, wo allerdings auch noch Anwendungen ergänzt werden können. Und bei den denkmalgeschützten Gebäuden oder historischen Gebäuden, da haben wir häufig das Problem, dass wir mit Restriktionen arbeiten müssen. Denkmalschutz, es dürfen keine Wände geöffnet werden, um Kabel zu verlegen. Die Bausubstanz darf nicht verändert werden und, und. Also das sind alles Sachen, die einschränken. Aber alle Gebäudetypen haben ähnliche oder ja, fast gleiche Ziele. Wir müssen nachhaltiger werden, wir müssen gesetzliche Vorgaben einhalten. Das Ziel ist, die Betriebskosten zu minimieren. Am besten mit Plug-and-Play-Lösungen, wo wir keine Schließzeiten haben, wenn wir uns gerade Hotels denken, wenn wir so ein Zimmer mit kabelgebundenen Systemen modernisieren möchten, ist die Belegung dieses Zimmers über mehrere Tage nicht möglich. Mit Funklösungen kann das Zimmer innerhalb von wenigen Stunden modernisiert werden und der nächste Gast kann einziehen. Wir wollen auch mit diesen ganzen Lösungen den individuellen Komfort erhöhen. Dazu trägt natürlich ein gesundes Raumklima bei. Und all over wollen wir die Total Cost of Ownership natürlich auch reduzieren, die Kosten über Laufzeit dieser Anwendung. Das größte Potenzial ist natürlich bei den Bestandsgebäuden. Wenn wir uns gerade mal daran erinnern, 70er, 80er Jahre Bauten, wenig automatisiert, wenig gedämmt. Da können wir natürlich viel modernisieren und auch restaurieren. Und eben sagte ich schon mal, es gibt unterschiedlich ausgestattete Gebäude. Ich habe es jetzt einfach mal kategorisiert mit A, B und C. A hat gar kein Gebäudemanagementsystem integriert.
B ist ein bisschen was installiert, begrenzte Anwendungen sind abgebildet und Gebäudetyp C ein vollumfängliches Managementsystem, wo man so sozusagen Add-on-Anwendungen noch ergänzen könnte. Hier eine kurze Übersicht von allen drei, ups, da erscheint der Marius, von allen drei unterschiedlichen Gebäudetypen. Diese Projekte haben wir alle mit unseren Partnern realisiert. Und wie man sieht, haben alle unterschiedliche Anforderungen innerhalb des Projektes, ob es flexible Arbeitsplätze waren, Nachhaltigkeit des Gebäudes oder den Denkmalschutz musste berücksichtigt werden und eine Plug-and-Play-Lösung war notwendig. Aber das Ziel aller Gebäude ist das gleiche: Reduzierung der Energiekosten, Einhaltung von irgendwelchen Vorgaben, Klimaneutralität. Somit, was ich eben dargestellt habe, auf der komplexeren Folie hier nochmal zusammengefasst: Wir haben unterschiedliche Gebäudetypen. Es gibt überall den Bedarf, nachzurüsten, und die Ziele sind ziemlich identisch, egal in welchem Gebäudetyp. Was sind denn die typischen Anwendungsfälle, die wir im Gebäude sehen? Nachdem wir jetzt ein Verständnis darüber haben, dass wir unterschiedliche Gebäudetypen haben, unterschiedliche Herausforderungen, gucken wir uns jetzt einfach mal das an, was so klassisch im Gebäude installiert wird, um die Betriebskosten, Total Cost of Ownership, zu reduzieren und auch die Nachhaltigkeitsaspekte einzuhalten. Das ist eine klassische Raumautomation. Die sehen wir in Hotels, in Bürogebäuden, in Apartments, auch Airports. Alle großen kommerziell genutzten Gebäude haben irgendwo Räumlichkeiten, ob es Büros oder Apartments sind, die gesteuert werden müssen. Was sind die typischen Anwendungsfälle? Bedarfsgerechtes Heizen, bedarfsgerechte Lichtsteuerung. Tracking: Ist ein Fenster geöffnet oder nicht? Kann überhaupt geheizt werden? Ist das Fenster offen? Wird nicht geheizt? Wir tracken die Luftqualität. CO2-Monitoring war ein großes Thema oder ist immer noch ein großes Thema aus der Corona-Zeit mit dem Ziel, Infektionsrisiko zu reduzieren. Großes Thema in Schulen, in Bürogebäuden und, wo einfach mehrere Menschen aufeinandertreffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Natürlich geht es auch um den Punkt, den individuellen Komfort zu erhöhen. Und wenn man sich das jetzt hier einfach mal so anschaut, was ich berichtet habe, sind das schon eine Vielzahl an Applikationen, die helfen, energieeffizienter zu werden. Und wenn man jetzt uns einfach mal den Heizkörper anschaut, wenn man da noch einen manuellen Heizungsstellantrieb installiert hat, wir können den austauschen gegen einen LoRaWAN-Heizungsstellantrieb, und alleine dieser Tausch hat das Potenzial, um Heizkosten bis zu 30% zu reduzieren, ohne irgendwelche weiteren Logiken dahinter gesteckt zu haben mit Fensterkontakten und. So. Da ist schon einiges mit wenig Installationsaufwand innerhalb des Raumes möglich. Das sind Ventilationssysteme und Lüftungskanäle. Diese Ventilationssysteme, es wird Frischluft über einen großen Lüfter generiert, der über die Lüftungskanäle in die einzelnen Räume eines großen Gebäudes verteilt werden, um sicherzustellen, dass jeder Raum Frischluftzufuhr bekommt, dass der CO2-Gehalt niedrig gehalten wird, dass das individuelle Wohlbefinden hoch bleibt, dass die Arbeitsleistung entsprechend hoch bleibt, und um sicherzustellen, dass in den Räumen die entsprechende Luftqualität vorhanden ist, müssen wir natürlich innerhalb des Kanales die Qualität der Luft und auch den Volumenstrom messen, um dies einfach sicherzustellen. Und sollte irgendein Messpunkt abweichen, werden von dem Sensor automatisiert Alarmmeldungen an einen Facility Manager gesendet oder
poppen irgendwo im System Fehlermeldungen auf, so dass wir einen bedarfsgerechten Serviceeinsatz verrichten können, um sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage immer die notwendige und vorgegebene Luftmenge in einer gewissen Qualität den Räumen zuführt. In Kombination von so einer Raumautomation und von so einem Lüftungskanal können wir natürlich die höchstmögliche Energieeinsparung und Optimierung des Gebäudes erzielen. Wir können die Kosten maximal reduzieren, der individuelle Komfort wird dadurch erhöht und wir optimieren unsere Total Cost of Ownership. Und hier auf dem Bild ist es einfach mal so ein bisschen dargestellt, im modernen Baustil mit offenen Lüftungskanälen. Die blau markierten Sensoren sind Bauteile, die innerhalb des Lüftungskanals und innerhalb des Verteilsystems installiert sind und dort die entsprechende Luftqualität messen. Und die rot markierten sind Raumsensoren, die Luftqualität im Raum an den Pfosten messen und auch den Fensterstatus, ob das Fenster geschlossen ist oder geöffnet. Wie gesagt, in der Kombination in einem intelligenten System vernetzt diese beiden Anwendungsfälle, erzielen wir den maximalen Output und die maximale Ersparnis. Darüber hinaus gibt es Anwendungen, die nicht klassisch mit der Gebäudeautomation zu tun haben, allerdings im Gebäude stattfinden. Ich nenne die immer so Add-on-Anwendungen. Jetzt haben wir hier so ein Coworking Space zum Beispiel. Die Raumautomation und die Lüftungsautomation ist schon mit smarten Sensoren abgedeckt. Jetzt möchte der Betreiber noch deine Arbeitsplätze vermieten. Und dazu benötigt er natürlich auch Informationen. Ist der Schreibtisch belegt oder nicht? Können wir auch mit LoRaWAN-Sensoren erfassen. Die Informationen gehen an Buchungssystem und der User kann genau sehen, kann ich mir den Schreibtisch mieten, ist er verfügbar oder nicht. Klassischer Anwendungsfall im Gebäude hat aber nichts per se mit dem Gebäudemanagement zu tun. Daher, Entschuldigung, einfach Add-on-Installation innerhalb des Gebäudes. Integration und Herausforderungen bei dieser ganzen Geschichte LoRaWAN innerhalb des Gebäudes bestehen natürlich auch. Und das ist jetzt mehr oder weniger der Aufbau, den Marius vorhin dargestellt hat. Wir brauchen Sensoren, wir brauchen ein Gateway für die Connectivity und für die Datenübertragung. Aber dann kommt die Frage, wo werden die Daten denn überhaupt hinübertragen? Und wir haben ja vorhin gelernt, dass wir unterschiedliche Typen von Gebäuden haben. Und wenn wir uns gerade mal die Bestandsgebäude anschauen, haben wir ja gesagt, es gibt welche, die haben ein Gebäudeleitsystem am Laufen und es gibt Gebäude, die kein Gebäudeleitsystem am Laufen haben. Gerade dort, wo kein Gebäudeleitsystem vorhanden ist, ist es natürlich super einfach und super schnell zu installieren, eine Cloud-basierte Lösung. Ich installiere meine Sensoren, installiere mein Gateway und das Gateway funkt an den Netzwerkserver und von dort wird es an einen Application-Server in der Cloud übergeben und da werden alle Dashboards, die ganzen Logiken geschrieben und mein Gebäude ist smart. Allerdings, wenn es sich um Gebäude handelt, die ein bestehendes Gebäudeleitsystem installiert haben, wo auch alle Funktionalitäten vorhanden sind, macht es natürlich Sinn, diese Werte und diese Informationen weiter zu nutzen. Und wir haben einen Konverter mitentwickelt, der LoRaWAN-Informationen in ein Gebäudemanagement überträgt. Heißt, ich installiere meine drahtlosen Sensoren innerhalb von kürzester Zeit, aber ich sehe diese Werte in meiner Gebäudeleittechnik 1:1 wie einen kabelgebundenen Sensor. Diese Werte können natürlich in der Gebäudeautomation, in dem System, in der Software genutzt werden, um entsprechende Logiken abzuleiten und das Gebäude noch schlauer, noch
energieeffizienter, noch nachhaltiger zu machen, mit dem Ziel, die Betriebskosten zu reduzieren. Und mit diesem Ansatz haben wir die Chance, die unterschiedlichsten Märkte abzudecken. Ob es eine reine IT-Anwendung ist oder ist es eher eine MSR-Anwendung. Aber das Gerät, was benutzt wird, ist immer das LoRaWAN-Gerät für eine Modernisierung von einem Gebäude. Genau. Wenn wir uns die unterschiedlichen Branchen mal angucken, bestehen natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben die MSR-Branche und die IT-Branche. Und wenn es jetzt tatsächlich zum LoRaWAN-Projekt kommt, müssen wir aus beiden Branchen das Wissen kombinieren. Und daraus entstehen dann häufig Herausforderungen. Und häufig ist es so, dass man gerade bei IT-Unternehmen sieht, dass es Schwierigkeiten in der MSR-Welt gibt und umgekehrt auch bei MSR-Kunden, dass es Schwierigkeiten mit diesen ganzen IT-Anwendungen, Begrifflichkeiten, Einstellungen gibt. Und die typischen Herausforderungen für so ein IT-Unternehmen sind, was sind denn überhaupt die geeigneten Sensoren für so eine Gebäudeautomationslösung? Wo müssen die Sensoren überhaupt installiert werden, dass sie mir die richtigen Messwerte mitteilen? Und wie eben gesagt, wenn eine bestehende GLT vorhanden ist, wie kriegen wir die Sensordaten überhaupt in so eine GLT integriert? Bei Unternehmen aus der MSR-Welt sind häufig IT-Themen, die zu Schwierigkeiten führen. Da geht es wirklich darum, um IT-Einstellungen in dem Gateway, in dem Converter. Der nächste Punkt ist Software as a Service, wenn wir eine cloud-basierte Lösung nutzen wollen und nicht die komplette Infrastruktur im Unternehmen bereitstellen und wir brauchen einen externen LoRaWAN-Network-Server zum Beispiel. Das sind so Punkte, so wiederkehrende monatliche Kosten oder auch IT-Sicherheit. Das sind alles Punkte, mit denen wir uns umgeben. Und wir als Thermocon haben natürlich sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich der MSR-Branche. Und durch die LoRaWAN-Technologie haben wir uns auch ein gewisses Know-how im Bereich der IT angeeignet. Und wir können in so Projekten als Vermittler fungieren und dort Fragen einfach beantworten. Aber dennoch sage ich immer, es sollte jeder in seinem Fachgebiet bleiben. Thermocon ist der klassische Experte für die Sensorik, für die Hardware. Da kennen wir uns mit aus. Wir sind kein Unternehmen, was Connectivity und Dashboarding macht. Dafür haben wir Partnerunternehmen wie M2M Germany, dass wir das komplett abdecken können. Und daher ist mein Ansatz immer, Cooperation is King. Zusammen kriegen wir das Beste aus so einem LoRaWAN-Projekt raus. Ist der nächste Punkt, potenzielle Fehlerquellen innerhalb eines LoRaWAN-Projekts. Und wir haben jetzt hier die drei Felder abgesteckt, einfach der Sensor, die Installation und auch die Datenverarbeitung. Und jeder Projektabschnitt oder jeder einzelne Baustein davon birgt Fehler. Und um diese zu minimieren, ist meine Empfehlung, wie eben schon gesagt, mit den Experten aus dem jeweiligen Bereich zu sprechen. Es gibt meiner Ansicht nach nichts Schlimmeres, eine teure Softwarelösung sich anzuschaffen und man hat rudimentäre Fehlerquellen in seinem Aufbau, sei es der Sensor, der eine zu große Toleranz hat für die eigentliche Installation. Oder wir haben einen super Sensor, der einfach an der falschen Position installiert wurde. Diese Fehlerquellen kann die beste Software nicht ausschließen und muss sie weiter mitverarbeiten. Und somit kriegen wir das Projekt nicht in den maximalen Erfolg und in die maximale Kosteneinsparung. Daher auch hier nochmal plakativ, Cooperation is King. Sprechen Sie mit den Experten aus den einzelnen Bereichen, um diese Fehlerquellen zu vermeiden und das maximal Mögliche aus der Applikation rauszuholen.
Auf den nächsten zwei Folien möchte ich einfach noch mal ganz kurz darstellen, bezüglich auf den Sensor und auf die Installation, was es da für Fehlerquellen gibt. Warum nur auf diese zwei Felder? Weil wir als Thermocon dort sehr, sehr großen Einblick und sehr, sehr großes Fachwissen haben und können da beratend tätig sein. Die Datenverarbeitung, das ist dann wieder der Punkt von Marius, wie er Fehlerquellen vermeiden kann und ausschließt. Wenn wir uns den Sensor an für sich anschauen, habe ich jetzt einfach mal vier Positionen aufgeführt, die Fehler, Quellen oder Ungenauigkeiten auch verursachen können. Das ist zum einen das Sensorelement. Natürlich von der Qualität des Sensorelementes und der daraus ableitenden Genauigkeit habe ich einen direkten Einfluss auf meinen Messwert. Nun ist es jetzt etwas Unterschiedliches, ob ich die Temperatur für sehr, sehr sensible Medizin überwachen muss, die um 0,01 Grad genau sein muss, oder ob ich die Temperatur in meiner Gartenhütte überwachen muss. Abhängig davon, wie genau der Sensor sein muss, muss ich mein Sensorelement auswählen. Der Drift, das passiert bei jedem Sensor, hat auch was mit der Qualität des Sensors zu tun. Wenn ich einen genauen Sensor benötige, brauche ich ein hochwertiges Sensorelement mit einer geringen Abweichung. Somit verändert sich auch der Drift inzwischen, dementsprechend. CO2, wir haben die Möglichkeit, ein teures CO2-Modul in einen Sensor einzubauen. Oder es gibt die Möglichkeit, den CO2-Wert über unterschiedlichste Parameter zu berechnen. In einem Krankenhaus, wo man sich leicht anstecken kann, ist es wahrscheinlich besser, einen genauen, einen gemessenen CO2-Wert angezeigt zu bekommen, als einen grob kalkulierten CO2-Wert. Und dann gibt es natürlich auch noch den Luftstrom. Im Gehäuse muss die Luft irgendwie zirkulieren. Die Sensorik muss entsprechend im Gehäuse verbaut sein, um der Sensorik überhaupt die Möglichkeit zu geben, den richtigen Messwert abzugeben. Alles in allem muss man sich das anschauen. Welche Anwendung möchte ich bedienen? Welche Genauigkeit benötigt mein Sensor? Und daraufhin kann ich entsprechende Entscheidungen treffen und so meine Fehlerquellen im Vorfeld schon minimieren oder ausschließen. Kommen wir zur Installation. Wir haben hier wieder eine Raumautomation im Büro. Und ja, wir haben einen Raumsensor in Höhe von der Klimaanlage, von dem Kühlgerät installiert. Man kann sich ja vorstellen, wenn man die reale Raumtemperatur, die wir als Menschen am Schreibtisch spüren, eine andere ist, als wenn man die Temperatur direkt neben dem Auslass der Kühleinheit misst. Das Gleiche gilt, wenn der Raumsensor über dem Heizkörper installiert ist. Die Temperatur über dem Heizkörper wird wahrscheinlich deutlich höher sein als die Temperatur, die wir am Arbeitsplatz wahrnehmen. Das Gleiche gilt dafür, wenn der Sensor zu tief oder unterhalb von einem Fenster installiert wird oder von anderen Luftzügen beeinflusst wird. Was ich einfach sagen möchte, innerhalb der Gebäudeleittechnik gibt es gewisse Vorgaben, gewisse Regeln, wie viele Sensoren, an welche Position, in welcher Höhe, in welcher Häufigkeit zu installieren sind, um einen gewissen Raum, eine gewisse Fläche optimal überprüfen, überwachen zu können und daraus abgeleitet die besten Maßnahmen zu treffen, um die Kosten, Betriebskosten, Total Cost of Ownership, Energieeffizienz einfach niedrig zu halten. Jetzt die finale Frage nach diesen ganzen Folien. Ist LoRaWAN eine gute Wahl für die Gebäudemanagement-Anwendungen? Meine Antwort ist eindeutig. Es ist ein sehr, sehr kräftiges Ja. Und nur die Keypunkte, weshalb LoRaWAN wirklich
super für die Gebäudeautomation ist, möchte ich Ihnen nachstehend noch kurz mitgeben. Wir brauchen kein Kabel. Wir sind relativ flexibel, wo wir die Sensoren installieren können, gemäß den Vorgaben, die es im Gebäude gibt. Aber wir können den Sensor zum Beispiel an einer Glaswand montieren. Wir können ihn an der Wand montieren. Wir brauchen keine Schrauben. Wir können die meisten Sensoren kleben. Der Zeitaufwand, das Material für das Kabel entfällt alles. Also wir sind sehr, sehr schnell. Wir müssen nicht in eine bestehende Gebäudeinfrastruktur eingreifen. Selbst historisch geschützte, denkmalgeschützte Gebäude können innerhalb von kürzester Zeit mit LoRaWAN-Sensoren ausgestattet werden, somit smarter gemacht werden, intelligenter gemacht werden, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Es ist flexibel und skalierbar, das hatte Marius vorhin auch gesagt. Alle Sensoren, die LoRaWAN in diesem LoRaWAN-Ökosystem sind, können an einem bestehenden Netzwerk erweitert werden. Installieren, die drei Schlüssel eingeben, die man benötigt, und schwupps ist der Sensor in seiner eigenen Applikation sichtbar und man kann die Daten nutzen. Es ist sehr, sehr einfach, Anwendungsfälle zu erweitern. Auch die von Marius genannte hohe Reichweite. Wir können große Gebäude, große komplexe Bürogebäude, Hotels mit wenigen Gateways flächendeckend abdecken und abbilden und somit eine hohe Verfügbarkeit für die Sensoren generieren. Ja, die Technologie ist zweifach verschlüsselt, Internet Security, also da sprechen wir über den gleichen Sicherheitsstandards wie bei einer Vielzahl von ja, sicherheitsrelevanten Transfers. Für die Connectivity fällt keine Gebühren an. Heißt, wir haben keine SIM-Karten in den Sensoren, die sich verbinden mit dem bestehenden Netz, um Daten senden zu dürfen. Wir bauen einmal unser Gateway auf, wir haben unser Netzwerk und wir können unzählige Sensoren in unser selbst kreiertes Netzwerk einhängen, ohne weitere monatliche fortlaufende Gebühren. Geringe Schließzeiten hatte ich eben mal kurz angesprochen beim Hotel zum Beispiel. Ein Hotel kann sich nicht erlauben, ein Zimmer oder ein ganzes Stockwerk für mehrere Wochen zu schließen, weil man neue Sensorik einbauen möchte und das Gebäude energieeffizienter machen möchte. Daher, LoRa war eine super Technologie. Der Gast zieht aus, der Facility Manager geht in das Zimmer rein, installiert drei, vier Sensoren, ist innerhalb von einer Stunde maximal wieder draußen. Das Zimmer wird gereinigt und der nächste Gast kann einziehen. Und die Integration, das kann Marius wahrscheinlich noch besser beantworten als ich. Wenn ein Sensor im Netzwerk integriert ist, ist es unfassbar schnell, dort diese Daten abzuziehen und Logiken aufzubauen und die Daten zu nutzen und das Gebäude intelligenter zu machen und smarter zu machen. Immer mit dem Ziel, die Kosten, die Betriebskosten zu minimieren. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was wir in den letzten 20 Minuten gehört haben. So, wir sehen im Markt eine Vielzahl von verschiedenen Gebäudetypen, unter anderem auch die Nutzungsart, kommerziell oder privat genutzt. Aber alle haben mehr oder weniger das gleiche Ziel. Wir wollen nachhaltiger werden. Wir wollen die Kosten reduzieren. Wir wollen gesetzliche Vorgaben einhalten. Dazu ist es notwendig, klassisches Building Management Wissen oder MSR Wissen und IT Wissen zu kombinieren, um die LoRaWAN Applikation bestmöglich in Betrieb zu nehmen und auch laufen zu lassen über eine, ja, eine gewisse Lebensdauer. Daher meine Empfehlung ist immer, Cooperation is King. Sprechen Sie mit den Experten aus der Branche. Wir als Thermocon schreiben uns nicht auf die Fahne, Hardware, Connectivity und noch Dashboarding und Intelligenz ganzheitlich zu verstehen. Wir können vermitteln, wir haben hohes Wissen in der Gebäudeautomation, aber alles können wir nicht ab. Decken, daher auch unsere Kooperation mit M2M Germany, um einfach unseren Kunden das bestmögliche Paket anzubieten.
Und am Ende des Tages, es sind immer wieder individuelle Lösungen und die sind abhängig von den verschiedenen Gebäudetypen. Damit bin ich dann auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte innerhalb des Gebäudes ein bisschen die LoRaWAN klarer darstellen, wofür wir LoRaWAN benötigen, was das Gebäude besonders macht und ja, wie wir es alles gemeinsam integrieren können. Ja, vielen Dank, Mario. Wieder spannende Ausführungen eben gerade so aus dieser Erfahrung raus von der Sensorik. Wahrscheinlich Dinge, die für Leute in der Gebäudetechnik seit Jahrzehnten teilweise auf der Hand liegen, aber die dann für den einen oder anderen, der seinen Einstieg da über, sagen wir mal, über das IoT-Business findet, eben dann doch wertvolles Wissen sind, ja. Ja, genau das ist es. Wie gesagt, ich mache das jetzt seit ja, 2,5, 3 Jahren und versuche die Marke Thermocon gerade in der IT-Welt doch deutlich bekannter zu machen. Und das ist tatsächlich häufig so. Ja, wer installiert die Geräte denn überhaupt? Dann haben wir die Anwendung findet in Griechenland statt. Die Ware kommt aus Skandinavien und der Softwareentwickler sitzt in England. Aber irgendjemand muss diese Geräte ja auch noch an die Wand bringen und dem Softwareentwickler sagen, hey, das ist Gerät 1, das hängt im Wohnzimmer, das Gerät 28, das hängt im Keller. Und das sind tatsächlich relativ primitive Punkte, wenn man sie hört, aber wo wir häufig in Projekten drüber stolpern. Ja, damit, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe gesehen, Benny, du hast den F&A-Reiter schon gefunden. Gerne auch an alle anderen nochmal den Hinweis. Jetzt ist die Gelegenheit, um ein paar Fragen loszuwerden. Es gibt oben den F&A-Reiter dafür, den Sie gerne nutzen können. Und die erste Frage hier lautet: Welchen Gateway-Hersteller würdet ihr für den Indoor-Betrieb empfehlen? Soeben kam eine Antwort dazu. Herr Seidel empfiehlt RAC Wireless und MikroTik. Unsererseits kann ich da durchaus eine Lanze für die Mahlzeitgeräte brechen. Die setzen wir sehr, sehr gerne ein. Mario, hast du noch eine andere Ergänzung? Das sind die Gerätetypen, die wir auch als Handelsware mit anbieten. Wir sind kein Gateway-Hersteller. Ich würde sagen, es kommt immer auf die Applikation an. Brauchen wir einen integrierten LNS? Müssen wir über eine SIM-Karte rausgehen oder können wir ein bestehendes Netzwerk nutzen? Also deshalb eine Pauschalaussage ist da auch schwer zu treffen. Das ist doch sehr individuell. Da hast du absolut recht. Und vielleicht an der Stelle, wo wir gerade beim Gebäudemanagement sind, eine interessante Kiste können dadurch auch die WattSense-Lösungen sein. Da seid ihr ja auch mit euren Sensoren integriert, die Genau. eben ja, das LoRaWAN Gateway mit integrierten Network-Server und vor allem der Anbindung an verschiedene lokale, vor allem Gebäudeleitsysteme, also über einen Bugnet zum Beispiel, über Modbus herstellen können. Da hat man es eben ja sehr komfortabel an der Stelle. Also genau das, was du sagst, ne, abhängig von dem, Genau. was habe ich vor, für welche Anwendung ist geeignet, gibt es da durchaus Unterschiede. Ja. Ich bin so ein bisschen der. Ich warne so ein bisschen davor, da bei den Gateways auf den letzten Cent zu schauen. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr günstige Geräte, sage ich mal, wo es auch unter die 100 € geht. Ja, muss ein bisschen schauen, ob man so quasi den Backbone seiner Infrastruktur mit den allergünstigsten Geräten aufbauen will. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir Hardware verkaufen, aber also es ist denke ich, gut auf eine vernünftige Hardware zu sitzen. Da gibt es mittlerweile eine breite Auswahl. Ja, und man kann sicherlich sich so ein bisschen orientieren, was habe ich für Use Cases. Was muss das Gerät können? LTE ist ein Thema, ne? Oder nur lokal ins LAN. Ja, gibt es denn weitere Fragen? Was? Eine Meldung. Genau, Herr Seidel. Nee, Quatsch, jetzt habe ich von oben angefangen. Zwischendrin war noch mal Benjamin.
Wo kann man denn mehr über die Richtlinien bezüglich Sensorplatzierung in der Gebäudeleittechnik erfahren? Da wird es sicherlich ein Schriftstück geben. Die Frage beantworte ich nochmal separat, direkt. Kann ich Okay. so nicht beantworten, muss ich mit meinen Kollegen sprechen und auch mit unseren Partnern, die die Integration machen. Nur, ja. Alles klar. Ja, an der Stelle vielleicht der Hinweis, also im Nachgang, jeder Teilnehmer hier erhält sowieso nochmal eine Mail mit den Folien als PDF, der Link zur Videoaufzeichnung und unseren Kontaktdaten, also eigentlich so das volle Paket, um nochmal nachzuschauen, beziehungsweise mit uns dann direkt in Kontakt zu treten. Genau, und ja, Benni, wir sind eh in Kontakt. Genau. Kann man, Sascha Seidel, kann man in Kooperation mit M2M ein LoRaNode auf den Markt bringen? Wir könnten Unterstützung bei diversen Tests, VDE, CE, EMV gebrauchen. Würde ich auch vorschlagen, ist ein Thema, wo wir uns am besten mal separat unterhalten. Gewisse Dinge, ich hatte ja anfangs erwähnt, wir unterstützen auch bei Hardwareentwicklung, können wir da auch leisten? Ja, ich denke, ein Thema, wo wir mal, weil das durchaus Tiefgang hat, gerade mit den Zulassungen und so, wo wir separat drüber sprechen können, ja. Was vielleicht noch spannend zu sagen ist, wie gesagt, wir machen jetzt die Sensorik für Gebäudeautomation seit über 35 Jahren. Innerhalb des Gebäudes ist Thermocon einfach gesetzt, bei den klassischen gebundenen Systemen. Aber was man durch die LoRaWAN-Technik jetzt einfach sieht, dass durch LoRaWAN die Tür für ganz, ganz viele weitere Applikationen, Anwendungsfälle für uns aufgegangen ist. Wir starten Datensender aus, um die Umgebungsbedingungen zu monitoren, um keine Ausfallzeiten zu haben. Wir starten Kühlhäuser aus, um die Kühlketten zu überwachen und ja, Temperatur von Bachläufen mit unseren Kabelsensoren. Also nur weil Thermocon jetzt 35 Jahre für klassische Gebäudeautomation stand, heißt das nicht, dass auch unsere Produkte mit der LoRaWAN-Technik nun auch in andere Branchen funktionieren. Wir haben Industriegehäuse mit IP65-Schutz und, und. Also das ist alles ja, eine sehr, sehr breite Fläche, wo wir unsere LoRaWAN-Produkte tatsächlich einsetzen können. Okay. Wir haben hier noch eine neue Frage in der Zwischenzeit. Wie stellt ihr die Sicherheit, insbesondere wenn Aktorik an einer GLT ist, ein? Gut, grundsätzlich vielleicht zum Thema LoRaWAN und Sicherheit. Ich glaube, Mario, du hattest es irgendwo auch kurz erwähnt. Wir haben hier eine doppelte Verschlüsselung quasi auf Netzwerk- und auf Applikationsebene, was schon mal eine gute Grundsicherheit in der Technologie bietet. Und dann muss man sich insbesondere anschauen, okay, was tue ich da? Jetzt ist hier schon die Frage speziell nach Aktorik, also im Grunde muss ich da schauen, okay, was habe ich da für einen Prozess? Ich sage immer grundsätzlich, wenn es nur darum geht, Sensordaten auszulesen, ist das Ganze ja nicht so wahnsinnig kritisch. Wenn ich natürlich irgendwelche kritischen Anlagen damit steuere, wird es schon spannender. Da muss man sich dann eben anschauen, welche Dinge man, also wie auf der Funkebene sind wir da, denke ich, durch diese doppelte Verschlüsselung schon so, ja, sicher wie sinnvoll möglich unterwegs. Man muss sich dann eben anschauen, dass da die nochmal die Gesamtapplikation, ne, also wirklich von dem Frontend, wo irgendwie ein Anwender die Software bedient, bis hin zu der Aktorik, wo ich dann was steuere, muss man sich eben den ganzen Weg nochmal anschauen. Grundsätzlich von dem reinen Übertragungsweg LoRaWAN haben wir da schon eine gute Grundsicherheit. Ja, und wenn man jetzt hier gerade das Thema GLT anspricht, also unser NB Nano, der die LoRaWAN-Daten Modbus und Bugnet konvertiert, da gehen die Daten ja gar nicht raus, ne? Wir haben ein Gateway, was innerhalb von einem Intranet hängt. Da muss dieser Converter auch drin hängen. Und dann wird in den Converter direkt in den Industrie-PC die Umwandlung von LoRaWAN in Modbus und in Bugnet getätigt. Somit verlassen die LoRaWAN-Informationen ja nie das Gebäude. Ja, das ist auch noch ein guter Punkt an der Stelle. Also ich denke, wie gesagt, muss man sich das Gesamtsetup anschauen. Dann, ja,
Vielen Dank in die Runde für die zahlreiche Teilnahme und einen schönen Nachmittag, Resttag, wie auch immer. Danke dir, Mario, für deine Bereitschaft, hier mit uns zu präsentieren. Ja, vielen Dank für die Einladung und an alle Teilnehmer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, für den Austausch per Mail, per LinkedIn stehen wir gerne bereit und spannende Projekte zu bearbeiten gemeinsam.